Heute geht es mal auf Z-Fisch. Der Danny DeVito hatte mir einen Spot genannt, der auch schon ein paar Mal im Live-Chat genannt wurde. Und er hatte den Spot auch ausgiebig getestet, mir tatsächlich auch noch eine geile PVA-Futtermische zugeschickt. Und ich teste jetzt mal hier am Wolchow. Und in dem Moment schießt schon die erste Rute runter. Ich bin gerade noch im Aufbau, aber da haben wir schon den ersten Brocken. Das ist natürlich abgefahren. So kann das gerne gehen hier. Jetzt natürlich die Frage, was geht hier rein? Ich rechne ja mit vielem, was hier reingehen könnte. Und natürlich auch mit Rotaugen darf natürlich nicht fehlen, das Rotauge. Also direkt wieder raus damit. Zack. Und dann bauen wir jetzt erstmal hier das zweite Setup zusammen. Warte mal, Bremse hatte ich sogar jetzt hier so auf eine 9. Das ist gut zu wissen. Dann bauen wir jetzt erstmal das zweite Setup zusammen. Ich war noch gar nicht ready sozusagen. Da fängt es schon an zu bimmeln. Wir machen mal hier die West Hill Flycast Bleie drauf, weil wir auf 20 Meter raus wollen. Und das ist mit so kleinen Winkelpickern manchmal ein wenig tricky. Flycast hat einfach den riesen Vorteil, sie fliegen super weit raus. Das ist echt praktisch und das wollen wir. Ich gehe nochmal besonders klein rein. Wir nehmen die Köcherfliegenlarve. Und wir nehmen die Futtermische, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Da gucken wir dann gleich mal gemeinsam rein. Bin ich auch gespannt, was er da reingemischt hat. Und raus damit. So, ich peile ungefähr da hinten diesen Baum an. Und dann auf 20 Meter und raus damit, damit wir hier auch alles an Futter an einer Stelle haben, konzentriert. So, 1 und 2. Und dann machen wir jetzt hier noch die dritte. Die dritte Kombi komplett, 14 Gramm, das bleibt auch so und auch hier gehe ich relativ klein erstmal rein und wenn ich merke, es lübt, dann kann ich immer noch ein wenig größer hier reingehen. So, und auch hier auf 20 Meter. Das Ding werfe ich jetzt mal zwei, dreimal noch aus, damit wir hier an der Stelle auch ausreichend Futter haben. Wobei es geht halt jetzt schon los. Aber das Futter kann eigentlich noch nicht direkt die Wirkung entfaltet haben. Zumindest bei dem ersten Fisch, bei dem Rotauge. Das war zu schnell. Reingeworfen, sofort Biss. Da war das Futter ja noch gar nicht richtig aktiv sozusagen. So, raus damit. Entspannt auf 20 Meter. Bremse erstmal wieder locker einstellen. Zumachen den Bügel und ab geht es. Aber auch hier schon direkt wieder der nächste Biss. Ja, wir suchen eigentlich einen speziellen Z-Fisch. Es gibt ja verschiedene Z-Fische und wir suchen eigentlich den Zobel, wollen wir haben. Ich habe gerade nochmal überlegt, was haben wir denn eigentlich alles an Z-Fischen? Und wenn wir mal kurz hier reinschauen. Genau, Zwergmarine, ja. Zobel, genau, soll hier reingehen. Und Zerte, wir hatten ja zuletzt auch im Livestream die Zerte beangelt, in einem Wettangeln. Super Trophy Zerte wurde ja gefangen, richtig geil. Und ja, und hier sehen wir auch tatsächlich, guck mal hier auch auf Borkenkäfer geht das Ganze. Ich glaube, ich werde mal eine Route gleich umändern, auch mit Borkenkäfer, warum auch nicht. Sind halt die klassischen Köder. Und da gucken wir mal, was da alles reingeht. Zobel, da ist er doch. Erster Zobel, 210 Gramm. Ist noch nicht so richtig maßig, wird also noch ein bisschen größer. Wir wollen halt die richtig großen Dinger. Plus 500 am besten. Trotz allem, ich baller jetzt hier mal die Borke drauf. Und wieder locker auswerfen damit. Zack, und was haben wir hier? Auch schon was dran, sehr gut. Aber auch was ganz Kleines nur. Ja, Z-Fische im Großen und Ganzen haben einfach den Vorteil, sehr klein. Und trotz allem richtig gut Silber dafür. Und dementsprechend gehen wir da halt jetzt mal so ein bisschen auf die Suche. Ich versuche mal jetzt hier einen Achterhaken. Gehen wir mal eine Nummer größer. Vom 12er jetzt auf dem 8er und danach kommt der 6er Haken. Der Danny DeVito hatte mir das auch geschickt hier, ein Bild von seinem Setup. Tatsächlich auch mit 6er Haken. Und wir gucken einfach mal, was hier so geht. Vorteil wäre natürlich... Von... Ist da schon was dran?
Tatsache. Vorteil wäre natürlich jetzt vor einem kleineren Haken, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Frequenz haben. Aber letzten Endes wollen wir ja nicht unbedingt Frequenz. Wir wollen die dicken Brocken. Und deswegen zack, raus damit. Am besten irgendwelche Trophäen oder sowas. Gerade wenn man die als Trophy abhaken will. Die Zobel zerten und zopen. Da macht das natürlich Sinn, dann halt nur gezielt auf die Dicken zu gehen. Aber im Großen und Ganzen, ne, wie gesagt, ist es auch kohlemäßig nicht schlecht. Man braucht aber halt natürlich die Maßigen. Ne? Deswegen müssen wir jetzt hier erstmal ein bisschen rumtesten, was denn so am besten funktioniert. Von der Frequenz her muss ich sagen, sieht das schon mal ganz gut aus. Gar nicht so schlecht. Also dafür, dass ich jetzt erst hier so ganz frisch stehe, zuppelt es auch schon direkt richtig gut los. Und da zuppelt auch das nächste direkt wieder los. Also gar nicht schlecht. Kann man machen. Gute Frequenz schon. Na, ich wollte gerade sagen, sollen wir mal eben kurz reingucken. Aber ich glaube, wir ziehen nochmal eben raus hier die Brocken. Und dann gucken wir gleich mal ins Setup rein. Und vor allem gucken wir in die Futtermische rein. Bin ich sehr gespannt, was er da reingemischt hat. In die Futtermische. Es zuppelt und es zuppelt. Könnte auch wieder ein Rotauge sein. Weißt du was, wir gucken einfach mal eben rein. Also, Setup komplett aufgebaut. Hier war ein Ausschlitzer. Ohne Meldung. Doch, da kam die Meldung. Hier unten ist sie jetzt. Ausgeschlitzt. Hat sich schön hier die Borkenkäferlarve rausgezuppelt vom Haken und abgehauen. Na, scheint also zu schmecken. Zack, direkt wieder raus damit. Das ist natürlich wichtig. Also immer mal wieder kurz kontrollieren. Sind die Köder noch dran? Jawohl, sehr gut. Also ich habe jetzt zweimal Borke, einmal Köcherfliege. Gucken wir jetzt mal hier rein. 4-4er Fluorocarbon als Vorfach. Ich bin nicht hier mit Fluoro-Only bzw. mit Microbraid oder sowas gerade unterwegs, weil ich noch ein bisschen mehr Meter auf der Rolle haben will. Ich habe hier die normale Monoschnur, 250 Meter sind jetzt hier drauf oder knapp 246. Und 4,4 Kilo. Warum so viele Meter? Es können eben auch hier dickere Brocken reinballern. Und wenn man dann längeren Drill hat und mehr Schnur dementsprechend braucht, ja, wäre es halt schade, wenn einem dann irgendwie was abreißt. Also, bisschen mehr Schnur drauf. Das kleine gut fliegende Blei, diese Flycast, wie gesagt, richtig gut, gerade eben auch für Winkelpicker. Wenn man hier mit Fiederruten steht, gar kein Problem, einfach hier mit 50 Gramm oder was ausbleien und gib ihm. Ja, und dann wie gesagt, dünnes Fluorocarbon. Vielleicht gehe ich sogar noch ein bisschen kleiner, so in Richtung 3,2, gucken wir mal. Und ein Setup baue ich vielleicht auch noch zusammen mit dem Karpfen-Vorfachsmaterial, dieses ganz dünne Vorfachsmaterial, geflochten mit 6, noch was Kilo, teste ich wahrscheinlich auch nochmal. Ja, Hakengrößen teste ich jetzt auch gerade. Ich fange bei Z-Fischen immer gerne an mit einem 12er Haken und dann geht es weiter. Also einmal dann vielleicht so, wie gesagt, in Richtung 10er oder 8er Haken, 6er Haken und dann wird es auch langsam eng für die kleinen Fische. Genau, Borkenkäferlarve oder Köcherfliegenlarve. Und dann sollte das doch lüppen. Es hat gerade rumgezuppelt, hat aber auch schon wieder aufgehört. Das ist natürlich jetzt ein Dingen. Gucken wir mal, was jetzt hier in der Nacht gleich losgeht. Und ob da was losgeht. Wo stehen wir denn hier überhaupt? Wer es noch nicht erkannt hat. Ich meine, viel zu erkennen gibt es hier vielleicht auch nicht. Wir sind ganz unten auf der Map. Am 10 Meter Loch. Und werfen hier mit 20 Meter raus, wie gesagt. Und landen dann hier, ich würde sagen, so im Kantenbereich von diesem 10 Meter Loch. Vielleicht sogar hier in diesem Zwischenbereich. Genau. Zwischendurch rappelt's. Und dann fährt hier die Bahn immer noch vorbei. Kann manchmal ein bisschen laut werden, also nicht erschrecken. Ja, und hier soll es dann abgehen, wie gesagt, mit den Z-Fischen. Wir gucken gerade nochmal eben rein in die Futtermische. Da soll irgendwo was dran sein. Warte mal. Schnell kontrollieren. Nicht, dass da schon wieder... Da ist was dran. Da ist was dran. Na, die sind aber zart, ey. Die sind aber zart und zaghaft. Da machen wir doch nochmal eben... Oh, eine kleine Zerte. Da machen wir mal eben hier die ganz feine Spitze dran. Da ist der nächste, der irgendwo zuppelt. Ganz feine Spitze drauf. Da immer noch nicht. Da auch nicht.
Das ist ja ein Ding. Also es sind anscheinend so ein paar, keine Ahnung, so Pseudobisse, die versuchen es gerade. Aber haken nicht. Interessant. Also, gucken wir nochmal eben jetzt hier rein. Da ist es im Detail, die Futtermische. Guck mal, da alles dazu geschrieben. Wolchow, der Spot 121.13. Jawohl, da stehe ich. Und da zuppelt es weiter. Sehr gut. 121.13. 20 Meter Clip. Also, gemahlene Erbse, Milchpulver wird gerne mal verwendet. Schöne Kombination, genau. Kaster, sehr gut. Lehm, Biskuit. Zuckmückenlarve hätte ich mir noch gewünscht. Ist die einzige Komponente, die eine Larvenkomponente hat. Und wir verwenden ja gerade Larve. Lehm ganz praktisch wegen der Strömung hier. Und es hält natürlich dadurch länger. 30 Stunden Halt, Wirkdauer. Biskuit hätte ich, glaube ich, in Larve getauscht. Frisch gemähter Rasen. Wilde Kombination. Also schon recht grünlich. Gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, wenn man hier mit so vielen Larven quasi rumhantiert, baller ich da gerne. Und das ist, wie gesagt, die einzige Komponente im Game bei den Futtermischen, die so ein bisschen was Larviges zumindest mit drin hat. Wobei, da muss man auch sagen, Zuckmückenlarve im Englischen, Bloodworm, ist jetzt vielleicht auch nicht, ist vielleicht doch eher ein Wurm, aber ist es nur ein Wurm? Eigentlich ist es eine Larve. Keine Ahnung, die Engländer. Also, Zerte, auch nicht schlecht. Nehmen wir gerne mit auf die Borke. Ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe ja gerade nochmal reingeschaut in Rekorde. Da waren so viele Borkenkäferlarven auch zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch ganz viele stehen auf Z-Fische. Und sowohl die Zerte als auch Zobel hier auf Borke fangen. Wir hatten das ja zuletzt auf dem Turnier hier gemacht, auf 71-100, ging auch gut, 25 Meter raus. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die hier stehen und dann hier mit der Borkenkäferlarve rausprügeln. Ja, so sieht es gerade aus. Es ist halt noch nicht der Burner. Ich würde sagen, da warten wir nochmal ein bisschen ab, so bis in die Morgenstunden rein. Und ab den Morgenstunden, denke ich, geht es dann nochmal ein bisschen besser los. Aber ich glaube, wir haben alles Wichtige genannt. Punkt 1, nicht zu groß vom Setup rangehen. Das heißt, wir gehen mit dem Feederset-Start zum Beispiel. Kannst du dir super hingehen. Feederset-Start von der Tragfähigkeit absolut ausreichend. Gucken, dass man ausreichend Schnur drauf hat. Vorfachstärke würde ich eigentlich nicht über, ich würde sagen, 5 Kilo gehen. Lieber drunter. 3,2 kann man sich kaufen. 4,4 oder sowas in dem Bereich ist auch mal eine gute Idee. Oder dann vielleicht tatsächlich dieses, wenn man schon herstellen kann, geflochtene Karpfenmaterial. Dieses Vorfachsmaterial. Da zuppelt wieder was. Dass man das dann verwendet. Also auch das durchaus eine Option. Von den Bleien, damit man eben weit genug rauskommt, gucken. Ne? Wie gesagt, diese Flycars absolut zu empfehlen. Ja, gehen wir erstmal hier. Okay, wir gehen doch da. Da ist was dran. Ja, und dann eben mit den Haken variieren und spielen. Die verschiedenen Größen der Haken so ein bisschen ausprobieren und gucken, mit welchem Haken kriegt man dann die passenden Brocken dran und natürlich dann auch mit den Ködern rumhantieren. Ja, ich glaube, ich habe hier alles. Ich werde hier noch ein bisschen weiter rumprobieren. Vielleicht geht ja hier nochmal eine Trophy rein. Wäre natürlich nicht schlecht. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Nicht vergessen, dass du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem dieser nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.